Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Big Bang Edition und endlich habe ich es geschafft. Ihr habt es vielleicht auf Twitter mitbekommen, ich musste alles nachspielen, dann hat es nicht gespeichert. Dann habe ich es nachgespielt, habe gespeichert. Wollte dann gestern aufnehmen, dann hat es irgendwie doch nicht gespeichert gehabt. Und habe es jetzt nochmal nachgespielt. Und ja, jetzt sind wir hier. Ihr seht auch direkt mal die Pokémon, die wir haben. Und zwar ist das Karl auf Level 10 und ich habe in der letzten Folge gesagt, es ist weiblich, scheiße. Ich habe nur männliche Namen. Und habe es halt trotzdem Karl genannt. Komischerweise, ich weiß nicht, was da genau mit mir los war, aber naja. Dann haben wir Europe. Das Europe. Auch auf Level 10. Ich habe alle Pokémon auf Level 10 gemacht. Und Punkt, 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 das Dodo auf Level 8, genau, das ist noch nicht auf Level 10, das wollten wir jetzt noch trainieren. Ich dachte mir, das reicht von den Leveln her ungefähr. Wir müssen jetzt nicht alles komplett übertreiben. Gegen den Trainer hatten wir letzte Folge schon gekämpft. Und deswegen geht es hier weiter mit dem Käfersammler. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass alles gespeichert wurde. Also, weil wenn ich jetzt dann ausmache und es ist wieder nicht gespeichert, hätte ich ein kleines Problem. Ich habe eigentlich getestet, gestern und heute. Weiß nicht, warum es nicht gespeichert hat oder sowas. Also absolut keine Ahnung, wenn ihr da was wisst. Ich habe jetzt alles im selben Ordner. Und eigentlich müsste es speichern. Aber ich glaube, wenn ich den PC ausmache und wieder anmache, ist es wieder weg. So war es zumindest gestern. Deswegen keine Ahnung, woran es liegt. Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt oder sowas, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder wo auch immer ihr wollt. Und wir haben mit Dodo bis jetzt echt. Oh, wir haben noch einen Encounter, genau. Stimmt, auf dieser Route haben wir noch kein Pokémon gefangen. Müssen wir mal schauen. Bis jetzt haben wir echt Glück gehabt, weil Dodo ist so für den Anfang echt gut. Wir haben diese ganzen Käfer-Pokémon. Die können wir mit Dodo echt vernichten. Und wir müssen das Texttempo gleich mal auf 3 stellen. Also von Ladybar. Weil so ist es doch sehr, sehr langsam. Ihr seht die ganzen Käfer-Pokémon, kein Problem für Dodo, deswegen wollte ich auch. Dachte ich, Level 8 reicht. Fürs Erste, wir sind im Moment eh overlevelt bei den Gegnern. Wenn sie 3 oder 4 Pokémon haben, dann sind die auf Level 4 oder 5. Das ist noch kein Problem, aber ich bin mir sicher, dass es sich in den nächsten Episoden deutlich, deutlich steigern wird. Also wir erreichen jetzt Level 9 mit Dodo, sehr gut. Allein eine neue Attacke. Oh, nice. Verfolgung, sehr schön. Okay, was haben wir da? Baldur. Genau, Texttempo wollten wir erhöhen. Auf 3. Der Rest passt. Und dann würde ich sagen, machen wir den Gegner hier noch. Diesen kleinen Zwerg. Und dann. Okay, wir können nicht kämpfen, dann. Kann man damit jetzt unser Pokémon auf dieser Route und es ist ein Loturzel. Sehr gut. Freut mich, Kapaloris ist ein cooles Pokémon. Das nehme ich auf jeden Fall und wir gehen hier auf Karl raus. Oh, ups, bin auf den Speed-Button gekommen. Weil Karl sollte es nicht one-shotten mit Tackle, auf keinen Fall. Ja, sehr gut. Kapaloris ist ein cooles Pokémon, ich mag Kapaloris sehr, deswegen wäre es cool, wenn es drin bleibt, wir haben noch 3 Pokébälle, allerdings, es ist kritisch. Komm schon, einmal, zweimal, dreimal, nice. Yes, sehr gut, und wir nennen es Roche. Ja, den Spitznamen habe ich schon, ist es männlich? Ja, nice. Unser kleiner Mexikaner. Perfekt. Und dann haben wir hier unseren letzten Gegner auf dieser Route, glaube ich. Bist du gerade erst Trainer geworden jetzt und ich werde dich vernichten. Gegnerische Loturzel nehmen wir natürlich mit unserem Dodo auseinander. Ich glaube,
Ein Schnabel sollte ausreichen. Ach, ein Crit. Und Taubsi. Sollte auch keine Probleme machen. Ja, wie gesagt, wir rushen jetzt mit Dodo durch, bis das Level 10 ist. Und dann können wir uns an die anderen Pokémon auch ranmachen. Aber dann sind wir alle gleich. Dann werde ich wahrscheinlich anfangen, die Turzel ein bisschen zu leveln. Und wir missen natürlich nach einem Sandwirbel. Why not? Wir müssen zweimal. Okay, wisst ihr was? Dankeschön. Das wollte ich uns jetzt nicht antun. Und hier die Bären. Bis jetzt kommen wir gut voran, muss ich sagen. Bis jetzt ist alles top. Gib mir die Sinelbeere. Und gib mir die Persifbeere. So, was gibt's hier? Nichts. Ist es jetzt eine neue Route hier? Nee. Okay, dann müssen wir die Trainerin hier auch noch machen. Kein Problem. Oh, Trassler. Mhm. Level 6. Okay. Nimm mal Verfolgung testen. Okay. Macht wahrscheinlich mehr. Als Schnabel genau für Verfolgung und damit ist Trassler auch besiegt. Kommt gut voran in den ersten Parts. Oder, ja. Und damit sind wir auch auf Level 10, sehr gut. Absprosser bleiben wir aber allerdings drin mit unserem Dodo. Wir gehen hier für Schnabel. Und One-Schatten-Absprosser. Yes. Ja, ich muss sagen, Dodo tut sich besser als gedacht. Ich habe am Anfang gesagt, das ist total unnötig, das Pokémon, das will keiner. Ich bin echt froh, jetzt in den Anfängen des Let's Plays dieses Dodo zu haben, weil ihr seht, es vernichtet einfach alles. Okay, Sporen wird. Ist okay, ich glaube, wir sind hier eh durch. Ziemlich, oder? Kommt hier noch was? Nein. Sadomaso City. Rigi, was war damals los mit ihr? Sadomaso City. Okay. Alles klar. Ja, Rigi. Komm deine Vorlieben raus. Nein, das nicht. Kommt Regis dunkle Seite zum Vorschein hier bei diesen Städtenamen. So. Hieß denn die andere Stadt auch anders? Bin mir gar nicht sicher. Naja. Der Pokémon geheilt. Und nein, wollte ich nicht, Mann. Jetzt geht's für uns vor die Arena und treffen auf Heiko, wahrscheinlich. Aber in die Arena, genau. Ja, wenn das nicht Rub ist, dann habt ihr also den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Also ist das ein bisschen Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meinen Fußstapfen als Trainer treten, Rob. Puh. Das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum erwarten. Da kommt Heiko. Genau. Ja, und er will jetzt ein Pokémon und dann gehen wir mit ihm Pokémon fangen. Wir kennen die Story alle. So, komm, Rede fertig. Pokébälle. Wir müssen auch dran denken, dass wir uns Pokébälle holen jetzt gleich. Da fängt sich jetzt ein Trassler und natürlich First Try. Erster Encounter Trassler, warum auch nicht?
Ach genau, und ich bin im letzten Part gar nicht drauf eingegangen. Die Nuzlocke-Regeln habt ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, soll für die meisten klar sein. Und ja, ich habe jetzt für jede Folge einmal die Frage des Videos. Das heißt, da stelle ich eine Frage und die könnt ihr gerne beantworten in den Kommentaren. Ich werde dann auch darauf eingehen. In der ersten Folge war es, wie fandet ihr das Layout? Da gibt es jetzt im Moment noch nicht viel dazu zu sagen. Und für die Episode fangen wir mal ganz klassisch an mit: Was ist euer Lieblings-Pokémon aus allen bisher 6, bald 7 Generationen? Mein absolutes Lieblings-Pokémon ist gar nicht so einfach. Klar, ich habe Taurus als Maskottchen sozusagen. Ist auch definitiv vorne mit dabei. Also Taurus, auf jeden Fall auch von der ersten Generation ist es Taurus. Wobei es da viel gibt. Ich mag auch Rasaf sehr. Ich mag dann dritte Generation Sengo sehr. Ja, zweite Generation Entei, Ho-Oh, Suicune. Viele, viele Pokémon, die ich so mag. Aber ja, das sind so meine Favorites. Tauros, Entei, Akani, definitiv, Sengo. Tauros, Entei, Akani, Sengo. Und noch eins. Ja, Suicune, Ho-Oh. Ja, also die 5. Die 5 sind so meine Lieblings-Pokémon. Wir kaufen jetzt hier ein paar Bälle. Also wie gesagt, ihr könnt gerne schreiben, was eure Favoriten sind. Lasst mich gerne wissen. Dann kaufen wir mal 3 Bälle. Und mal 5 Tränke. Ich glaube, Tränke sind sehr wichtig und habe ich auch in den letzten 2 Nuzlockes unterschätzt. 3-mal Gegengift. Und dann holen wir uns nochmal 3 Bälle. Und 3 Paraheile. Also das sollte reichen fürs Erste. Und wir können jetzt sowieso weitergehen. Oh, halt. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist Gott, genau. Okay, komischer Typ. Dürfen wir dann weiter? Nimm ihn einfach. Sag nichts. Ich hab doch gar nichts von dir bekommen. Komisch. Naja, okay. Hier encountern wir jetzt noch unser nächstes Pokémon auf dieser Route. Yes! Ah, Leute, wer erinnert sich an das letzte Let's Play Pokémon Kristall? Was war unser Starter? Genau. Wie gehypt war ich? Genau. Sehr gehypt. Und jetzt bekommen wir einfach wieder die Chance auf Fukano. Ah, wie cool. Und Level 11. Level 11, ein wildes Pokémon auf Level 11. Okay, wir müssen wahrscheinlich... Mein Gott. Wahrscheinlich noch mehr trainieren. Ich will nicht wissen, auf welchem Level jetzt denn die Trainer hier sind. Aber Leute, wie cool, ein Fukano. Und wow, predicted. Ein Fukano. Und ich wünschte, ich hätte mehr Pokébälle. Nein. Leute. Leute. Nein. Warum denn? Warum kannst du Brüller? Scheiße. Ich hätte mich so auf dieses Fukano. Wir hätten so ein cooles Team. Wir hätten Fukano, Feuer-Pokémon. Wir hätten mit Loturzel, Pflanze oder Kapaloris, Pflanze, Wasser. Wir hätten alles in einem. Mann, wir hätten so einen guten Chor. Fuck. Und dann setzt diese scheiß Viehbrüller ein. Ich will es gar nicht, das ist Level 11. Was soll ich jetzt machen? Soll ich trainieren? Soll ich kämpfen? Ich habe Angst, nachdem Regi meinte,
man soll keinen Nuzlocke machen, weil es so gut wie unmöglich ist. Komm hier, Pokémon Level 11, ich habe Angst vor dem nächsten Trainer. Naja. Ich hoffe, dass wir hier durchkommen. Mann. Ich hätte dieses Vulcano so gern gefangen. Wie viele Bälle haben wir jetzt? 5 oder 6? 8, okay. 8 Bälle sollen reichen fürs Erste. Wir haben jetzt hier nur noch den Wald, wo wir Pokémon fangen können, dann sind wir eh wieder in der neuen Stadt. Weil die Route nach dem Wald ist dieselbe Route, auf der wir jetzt sind. Von daher sollten 8 Bälle wirklich reichen, es sei denn, wir finden irgendwie Dinge der Rest Pokémon oder sowas. Oh Mann, Vulcano. So, Mirapla ist down, wir erreichen Level 11. Genau, ich denke, wir machen jetzt noch den einen Trainerkampf. Was gibt hier? Hier ist nicht der, der will nicht kämpfen, soweit ich weiß. Und ich glaube, sie will auch nicht kämpfen. Ja. Und der will auch nicht kämpfen hier, das weiß ich. Oh doch, er will kämpfen. Okay. Ich dachte, er sagt uns nur was wegen den Fußspuren und bla bla bla, aber er will kämpfen, na gut. 3 Pokémon, ich bin gespannt auf welchem Level. Level 7, okay. Komisch, dass Vulcano auf Level 11 war. Naja, wegen hier für Schnabel. Also Doku ist unser MVP bis hierher, keine Frage. Bam, One-Shot. Schaut euch das an, schaut euch die Macht von Dodo an, ja. Ich habe ihn echt unterschätzt. Ich habe Dodo echt unterschätzt. Achtung, jetzt im nächsten Kampf wahrscheinlich gegen einen Carpador oder einen Knuffenser wird er auseinandergenommen. Oder ist. Das wäre typisch. Richtig gejinxtet. Aber bis hierhin wirklich Doru top. Und da reicht sogar Level 12. Ich glaube, langsam wird es Zeit für uns, mal wieder anderen Pokémon ein bisschen Screentime zu geben, aber wir bleiben mal noch vorne. Einen Kampf können wir hier noch machen. Ich habe ein stark aussehendes Pokémon begangen. Das besitzt magische Fähigkeiten, aber es sieht sehr stark aus, ja wirklich. Okay, bin gespannt. Das Legeangel, ach, Carpador bestimmt. Krapsel, oh nice, okay. Auch Level 7, also wie gesagt. Bis hierhin. Sehr gut, Hypnose. Ich wollte gerade sagen, scheiße. Das kann der Hypnose, ja, tatsächlich. Und wir haben ja zum Glück uns ein paar Aufwecker geholt. Frage ist, ob wir Aufwecker brauchen. Ah, wir haben jetzt keinen Aufwecker geholt, scheiße. Dann gehen wir auf Karl, hast du irgendwas? Nee. Wir gehen auf die Rob. Blubber. Ja, das ist okay. Macht wie viel Damage? 2? 3? 2. Oh, Crit. Nice. Und. Ich hasse es. So, dankeschön. Felino. Mit Felino kommen wir auch noch an. Ist ziemlich. Okay, aber trotzdem sollte Kopf was guten Damage machen, ja. Und jetzt auch Euro Level 11 und jedes Level, das wir gewinnen, ist gut, weil ich habe echt Angst vor dieser Edition. Ich habe echt Angst vor dieser Big Bang Edition. Geh weiter. Dann wird Dodo ganz gut.
Schau mal, dass wir wach werden. Ja, nice. Wir sollen jetzt noch ein Pokémon. Carpador. Dann bleiben wir drin. Level 20. Oh, das kann ich schon tackle. Ja, bleiben wir drin. Was? Hyperstrahl? In Carpador? Was ist da los? Okay. Carpador mit Hyperstrahl. Was ist los bei dir, Reni? Ein Carpador mit Hyperstrahl. Okay. Zum Glück haben wir das getankt. Zum Glück kann Art Carpador einen verdammt scheiß Angriff. Verdammt niedrigen Angriff auch. GG. Oh mein Gott. Okay. Okay, jetzt, ich weiß noch, was ich mich eingelassen habe, wenn jetzt hier dieses Carpador Hyperstrahl kann. Ich bin vorgewarnt, Regi. Ich bin vorgewarnt. Glaub mir. Wisst ihr noch, wie ich vorhin gesagt habe? Wahrscheinlich im nächsten Part wird Dodo von einem Carpador oder sowas zerstört. Es ist fast so weit gekommen. Fast wäre es soweit gewesen. So, aber dann, Leute. Würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Wir haben jetzt einige komische Sachen erlebt. Ein Vulkan auf Level 11. Ja, erstmal dieser Hype-Moment mit diesem Vulkano und Brüller. Waren wir alle traurig und dann haben wir uns ein bisschen zu sicher gefühlt. Dann kam dieses Carpador mit Hyperstrahl. Interessant. Wir wissen jetzt mittlerweile wirklich, worauf wir uns eingelassen haben. Hier sehen wir nochmal unser jetziges Team. In der nächsten Folge wird vielleicht, oder vielleicht trainiere ich Jorge offscreen ein bisschen. Und sonst, ja, würde ich sagen, Leute, wie gesagt, beantwortet die Frage der Episode. Oder die Frage des Videos, was ist euer Lieblings-Pokémon? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, tschüss und adios, euer Rob.